Hier ist das Duo Infernale mit der Halloween-Show. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das Duo Infernale, Ihr Kanal, mit den neuesten Nachrichten zu Halloween. München. Heute wurde bekannt, dass Jack the Ripper aus der Legastheniker-Heilanstalt ausgebrochen ist. Unser Kamerateam war live dabei, als er sich ein Opfer suchte. Ausgebrochen? Ist er nicht wieder auferstanden, meine Damen und Herren? Und heißt jetzt John. Und hier kommt unser Bericht direkt und live vom Kriminalschauplatz. Wie wir soeben erfahren haben, ist unsere liebe Kollegin, die Hexe des Westens, unter außergewöhnlichen Umständen ums Leben gekommen. Oh, die Hexe des Westens wurde in Kansas von einem herabstürzenden Haus erschlagen. Wir sind zutiefst erschüttert. Nein. Getroffen. Oh Gott, wie konnte das passieren? Ja, durch einen Wirbelsturm habe ich gehört. Aber nun ganz schnell zu unserem nächsten Bericht. Wir machen hier nämlich seriöse Berichterstattung, liebe Kollegin. Das ist ja eigentlich Ihre Moderation. Machen Sie mal. Ja. New York. Der unter einem Aufmerksamkeitssyndrom leidende Salamimann Freddy Krüger warnt in einem neuen Werbespot vor der Modernisierung von Computerspielen. Die Spiele würden immer realistischer, so Freddy, was dazu führen könne, dass Kinder und Jugendliche jeglichen Realitätsbezug verlieren. Schlimm. Freddy testet gerade das neu erschienene und grafisch Meilensteine setzende Super Gay World, The Return of the Heavy Joystick. Jetzt spiele ich mit Power. Tolle Grafiken. Auf die Frage, was sein Lieblingsspiel sei, antwortete er, da er es nicht so mit Gewalt habe, zocke er am liebsten solitär auf der Play Frustration One. Ja, so ist es gut, Freddy. Ein Vorbild für unsere Kinder und Kindeskinder. Im Gegensatz zu John the Ripper. Genau, ja. Der Legastheniker. In Pforzheim wurde ein neues Trainingskonzept für Leichtathletiker entwickelt. Namhafte Wissenschaftler tüftelten jahrelang an neuen, muskelmasseaufbauenden Trainingsübungen. Allerdings, die sind nicht nur sehr wirksam, fördern Geist und Körper, sondern auch extrem hübsch anzusehen, wie folgender Beitrag deutlich macht. Und noch eine Schreckensmeldung aus Dresden, meine Damen und Herren. Auch unsere liebe Hexe des Ostens, hier ein Archivbild, weilt nicht mehr unter uns. Sie löste sich völlig unerwartet komplett auf. Wir sind tief betroffen. Erschüttert. Oh, allerdings. Ja, meine Damen und Herren, es ist furchtbar. Ah ja. Und zum Abschluss unserer heutigen Nachrichten noch ein wenig Kultur. Wir schalten uns live ins Foyer der Ewigkeit, wo das Antrittswerk unseres Neuzugangs Chris Schlingensief uraufgeführt wird. Es tanzt das Ballettskelett unter der Leitung von Alexander von Daventry. Thank you.
Erfolg. Ja, liebe Damen und Herren, das war unsere Halloween-Show. Wir wünschen unseren Zuschauern eine gruselige Nacht. Das Wetter. Guten Abend mit dem Wetterbericht. Nachts ist es dunkel und kälter als draußen. Im Süden, da schneit es Saures und im Norden regnet es Süßes. Oder umgekehrt. Wie an jedem Halloween. Also, du wolltest ja euch an die Wiss-Ass hier. Los, mach mal. Ja, du wolltest mir den doch erzählen. Du schießt doch mal los. Ja, weißt du, es ist wirklich irgendwie so, ja? Komm, ein Vampir, ja, also meine Nachbarin, die ist ja ein Vampir, kommt die nach Hause, ja? Sagt ihr Mann zu ihr, also der torkelt so nach Hause, und dann sagt die Frau zu ihm, du sollst doch nicht immer Alkoholiker beißen. Mist, die Kamera ist ja noch an, mach die mal aus hier, ey. Und jetzt kommt doch Hermann, unser Freund, und singt ein Liebesgesang. Auf Wiedersehen aus dem Off. Bones and dry bones, bones, bones and dry bones, I hear the words of the Lord. Bones and bones and dry bones, bones and dry bones, 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 dry bones, I hear the words of the Lord. Shoo-be-doo-bam-bum-doo-dum, bum shoo-be-doo-bam-bum-doo-dum, bum shoo-be-doo-bam. Der Beinknochen hängt am Kopfknochen. Der Kopfknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Brustknochen. Das singt dir das Skelett. Yeah, yeah. Schubidu-a-bam-da-dum. Der Brustknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Der Kopfknochen hängt am Beinknochen. Skelette sind hier so nett, yeah, yeah. Schubidu-ra-bam-bura. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Wir singen im Duett, yeah, yeah. Im Duett, im Duett, yeah, yeah. Der Kopfknochen hängt am Brustknochen. Der Brustknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Armknochen. Und wir gehen jetzt ins Bett. Yeah, yeah. Da kommt ein Schack, der ist nicht nett. Wenig, oh weh.